Hallo ihr Lieben, heute gibt es 4 Last-Minute-Tipps für eure Halloween-Party. Fangen wir mit diesen kleinen Fledermäusen an. Entweder ihr druckt euch aus dem Internet eine Vorlage aus, oder ihr zeichnet euch schnell eine eigene, so wie ich es gemacht habe. Dann werden diese ganz easy auf eine Pappe oder starkes Papier aufgetragen und anschließend mit einem Cuttermesser oder einer Schere ausgeschnitten. Zu guter Letzt werden die Fledermäuse schwarz angestrichen und nachdem sie getrocknet sind, stecht ihr mit einer Nadel durch die Pappe und befestigt ein schwarzes Garn daran. Dann könnt ihr auch schon losdekorieren. Kommen wir zu meinem Gruseldessert. Das Dessert ist eine Eigenkreation und das Rezept dazu findet ihr auf dem Kanal von Lieblingsgerichte. Den Link findet ihr unten in der Infobox oder oben rechts im Bild. Zu der Karamell-Kaffeecreme habe ich etwas schwarze Lebensmittelfarbe dazugetan, damit sie diese eklige grüne Farbe bekommt. Dazu kommen ein paar Schattenmorellen und zerbröselte Amaretini. Für die Tischdekoration nehmt ihr euch ein großes, flaches Glasgefäß und füllt es zur Hälfte mit Wasser. Hinein kommt wieder etwas schwarze Lebensmittelfarbe und hinterher habe ich mir weiße und orange Teelichter genommen, die Ummantelung abgemacht und in das schwarze Wasser gesetzt. Rote oder giftgrüne Teelichter sehen bestimmt auch sehr gut aus, je nachdem in welchen Farben man eben zu Halloween dekoriert. Die grüne Gruselbowle besteht auch nur aus wenigen Zutaten. Zuallererst kommt eine Dose Pfirsiche und eine Dose Mandarinen in ein hohes Glasgefäß. Beide mit Saft, um die Bowle etwas süßer zu machen. Darauf kommt Blue Curaçao, den gibt es als Sirup, also alkoholfrei oder mit Alkohol. Um zu der schönen giftgrünen Farbe zu gelangen, kommt jetzt der Orangensaft dazu. Wenn ihr die Bowle noch etwas strecken möchtet, könnt ihr noch Sekt oder Weißwein dazugeben. Ich habe 1-2 Flaschen von so einem Mixgetränk, also so einem Weinsecco, dazugegeben. Für die blutrote Bowle benötigt ihr eine große Tüte gefrorene rote Früchte, Erdbeerlimes und auch wieder diesen Weinsecco. Rein geschmacklich fand ich die rote Bowle besser, optisch macht die grüne meiner Meinung nach mehr her. Als alkoholfreie Variante könnt ihr noch rote oder grüne Fassbrause anbieten. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Last-Minute-Tipps kurz vor der Angst noch etwas behilflich sein. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich wünsche euch eine schöne Halloween-Party und bis zum nächsten Mal.